Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Talk im Turm, hier im Restaurant Uniturm der Universität Zürich. Musik ist heute Abend Trumpf. Im Talk im Turm Mozart und Goldkehlen lautet der Titel der heutigen Veranstaltung. Mit unseren beiden Gästen wollen wir über das Wunder von atemberaubend schönen Stimmen staunen, Gesangsstimmen notabene. Und wir möchten einen überraschten Blick auf den musikalischen Superstar Wolfgang Amadeus Mozart werfen. Dazu begrüße ich eben unsere beiden Gäste. Einerseits den Stimmarzt Jörg Bolender. Er ist ein Kenner der menschlichen Stimme, insbesondere der Gesangsstimme, und behandelt und berät viele Opernstars, aber auch Rockröhren und ganz einfache Chorsängerinnen und Sänger, wenn sie Stimmprobleme haben. Jörg Bolender ist Leiter der Abteilung Phoniatrie und klinische Logopädie am Universitätsspital Zürich und auch Lehrbeauftragter der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Zum anderen begrüße ich gleich neben mir Laurenz Lütteken. Er ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Zürich und arbeitet momentan an einem Buch, in dem er ein ungewohntes Bild von Wolfgang Amadeus Mozart zeichnet, dasjenige nämlich eines herausragenden Intellektuellen der Aufklärung. Das Gespräch wird von Thomas Kull und von mir, Roger Nickel, geleitet. Wir sind die Redaktoren des UZH-Magazins. Das UZH-Magazin ist auch dem Thema Musik und Wissenschaft gewidmet. Dort erfahren Sie noch mehr zu diesem Thema. Es sei Ihnen dieses Heft zur Lektüre empfohlen. Zum Auftakt möchten wir jetzt gleich etwas hören, und zwar sowohl eine schöne Stimme wie auch Mozart. Es ist das Lied der Zauberer, das wir gerne jetzt kurz einspielen, um nachher darüber zu reden. Ihr Mädchen mit Daten, ja, als ich zum ersten Mal ihn sah, da fühlt ich, so was fühlt ich weh, mir ward, ich weiß nicht weh. Ich seufzte, zitterte und schien mich doch zu freuen, glaub er muss ein Zauberer sein. Sah ich ihn an, so war mir heiß, bald ward ich rot, bald ward ich weiß. Zuletzt nahm er mich bei der Hand. Wer sagt mir, was ich da empfand? Ich sah, ich hörte nichts, sprach nichts als ja und nein. Glaub mir, er muss ein Zauberer sein. Er führte mich in dies Gesträuch. Wollt ich mir und folgt ihm gleich. Er setzte sich, ich setzte mich. Er sprach, nur Silben stammelt ich. Die Augen starrten ihm, die meinen wurden klein. Glaub mir, er muss ein Zauberer sein. Entbrannt drückte er mich an sein Herz. Was fühlt ich mich ein süßer Schmerz? Ich schluchzte, ich atmete sehr schwer. Da kam zum Glück die Mutter her. Was wird, o Götter, sonst nach so viel Zauberei? Was wird zuletzt geworden sein? Ja, Herr Lütteken. Verzaubert Sie diese Stimme? Das ist eigentlich die Frage an ihn. Nee, das ist die Frage an Sie. Ja, natürlich, ich meine, unverkennbar, wer das ist. Und es ist natürlich eine der großen Stimmen des 20. Jahrhunderts, ohne Frage. Müssen Sie uns noch verraten, wer denn? Ja, das, glaube ich, kann man leicht hören. Das ist Elisabeth Schwarzkopf. Die natürlich eine sehr eigene und auch eigenwillige Art hatte zu singen, die sehr charakteristisch ist in vielem, aber die natürlich immer noch in vieler Hinsicht auch faszinierend ist. Das ist schon eine bezaubernde Stimme, oh ja. Und teilen Sie diese Meinung?
Also ich kann dem nur beipflichten. Also ich glaube, auch Elisabeth Schwarzkopf gehört wirklich zu den großen Sängerinnen, zu den großen Stimmen. Und ich denke, so wie sie dieses Lied gestaltet, also das zeigt einfach, dass sie eine Könnerin ihres Faches ist und sie nicht nur eine Tonbesitzerin ist, sondern sie hat auch dieses Lied interpretiert. Und was hören Sie denn als Stimmarzt, wenn Sie jetzt dieses Lied hören? Hören Sie da was, was wir nicht hören? Ich glaube nicht. Also ich höre keine kranke Stimme, ich höre eine gesunde Stimme. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und eine Stimme, die einen berührt. Und eine Stimme, die berührt, die kann ich nicht messen, die kann ich nur empfinden und spüren. Aber gibt es dann etwas Spezifisches, worauf Sie achten, wenn Sie jetzt so eine Aufnahme hören? Aufnahme höre jetzt in diesem Fall. Also natürlich diese Artikulation, die Stimme, es ist alles, sage ich mal, das Timbre. Also das sind Dinge, die weit über, natürlich über eine reine, sag ich mal, objektive Beschreibung hinausgeht. Das ist einfach der Glanz dieser Stimme, ganz spezifisch, den ich jetzt auch der Frau Schwarzkopf zuschreiben möchte, den man auch wiedererkennt, einen wieder hohen Erkennungswert. Und wenn ich das zweite, dritte Mal ein anderes Stück höre, dann bleibt es die Frau Schwarzkopf. Mhm. Sie hat vielleicht Manierismen in ihrer frühen Zeit, gar keine Frage, aber so, ich denke, sie ist eine Meisterin ihres Fachs. Was fasziniert Sie denn an Gesangsstimmen? Ja, es ist nicht nur die Gesangsstimme, die Sprechstimme, die Stimme an sich. Das ist ja ein Instrument, was wir hier in unserer Gurgel haben und im Hals, was wir quasi nicht sehen können oder nur unter erschwerten Bedingungen, dass wir in der Lage sind, mit diesem ureigensten Instrument andere Menschen zu berühren, zum Schwingen zu bringen, zum Weinen zu bringen. Ob das Elvis Presley ist oder ob das jetzt eine Frau Schwarzkopf ist, eine Maria Callas, das sind einfach so ganz tiefe Emotionen kann diese menschliche Stimme übertragen und in uns etwas auslösen, was, denke ich, ja, ganz originär Mensch ist. Und Sie, Herr Lüdecken, offenbar, Frau Schwarzkopf, das gefällt Ihnen. Gibt es noch andere Stimmen, von denen Sie sagen, oh ja, das ist etwas, das auch so über die Zeit hinaus großartig ist? Ja, es gibt viele Stimmen, die, aber das ist ein bisschen das, was Herr Bohlender sagte. Ich glaube, die Größe einer Stimme ist es natürlich einfach. Die Natur schenkt natürlich den Menschen die Stimme, schenkt ja auch andere Dinge, die man hat oder nicht hat. Also ich habe so eine Stimme nicht. Und das ist das eine. Und das andere ist halt diese große Kraft der Überlegung, der Durchdringung, die auf sehr verschiedenen Ebenen läuft. Und dafür gibt es natürlich viele Belege, gerade im Blick zum Beispiel auch auf Mozart-Gesang. Es gibt gerade im 20. Jahrhundert, es gibt einen, wenn Sie da weitermachen wollen, es gibt einen Mitschnitt des Figaro unter der Leitung von Fritz Reiner noch aus der Met, wo Cesare Siepi den Figaro singt. Dafür würde ich wahrscheinlich, wenn ich es könnte, heute durch den Atlantik schwimmen, um das nochmal zu hören. Also alles das gibt es. Aber es ist noch ein bisschen, wie Herr Bohlender sagt, die Begabung ist da und ich kann mich erinnern, Elisabeth Schwarzkopf war vor vielen Jahren ja mal bei uns zu Gast und hatte das im hohen Alter noch einfach das Potenzial. Also wir haben in der Aula gesessen, sie hat mich gezwungen, ohne Mikrofon zu reden in der Aula, weil sie mit ihrer 88-jährigen Stimme die ganze Aula mühelos füllen konnte ohne Mikrofon, wenn ich geschrien habe den ganzen Abend, also alles falsch gemacht habe, aber da kannten wir uns noch nicht, also ich hätte wäre besser gewappnet gewesen, aber es zeigt ja, dass da eben was alles zusammenfließen muss dabei. Mich würde noch mal wundern, Sie haben gesagt, Sie hätten diese Stimme nicht. Singen denn Musikwissenschaftler? Karl Böhm hätte jetzt gefragt, wie öffentlich? ich würde nie... Sie haben es nie versucht. Sie haben also nie öffentlich nie, so. Aber es gibt natürlich berühmte es gibt ja Musikwissenschaftler, die sogar vom Gesang her gekommen sind. In der ersten Jahrhunderthälfte gibt es ein paar. Mhm. Also Helmut Ohrsdorf zum Beispiel hat, was man gar nicht denken würde, ein staubtrockener Philologe, ist eigentlich ausgebildeter Sänger gewesen. Aber in der Regel ist es ganz gut, dass die das nicht tun, jedenfalls nicht öffentlich. Also. Bei Ihnen, Herr Bohlender, ist das so, Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, bei Ihnen zu Hause gäbe es ein Zimmer, das sei vollgestellt mit CDs. Sie haben gegen 10.000 CDs. Wenn wir jetzt diese Sammlung uns vor Augen führen, oder zumindest einfach thematisch, findet man da jetzt nur klassische Musik oder was ist dort zu finden? Also ich finde alles. Also querbeet ist natürlich nicht nur Klassik. Also ich denke, der Godfather ist natürlich Bach und Mozart, Beethoven, Brahms.
Aber natürlich auch Popmusik. Ich liebe auch, sage ich mal, Chansons, ob das Barbara ist zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie einen spezifischen Stil, den ich oder eine bestimmte Sparte, die ich verfolge. Einfach alles, was mit menschlicher Stimme zu tun hat, auch Stimmen von Autoren. Wenn ich einen Hermann Hesse mir anhöre, das ist manchmal überraschend, wie Stimmen tönen, wie sie klingen. Es ist dann auch so, dass Sie eigentlich wirklich in dem Sinne auch Stimmen sammeln, dass es ein Archiv von Stimmen ist, auch in einem gewissen Sinn, dass Sie sich da angelegt haben, dass Sie auch professionell nutzen, um quasi das Ohr zu schulen, weiß nicht was. Ja, einerseits Spaß zu haben, verschiedene Interpretationen zu hören, also beispielsweise Johannes Passion, Matthäus Passion oder auch Don Giovanni. Das ist eine Möglichkeit, auch die Stimmen im Laufe der Jahrzehnte irgendwie zu verfolgen. Wie werden Dinge interpretiert? Wie wird etwas gesungen? Das ändert sich, auch der Geschmack ändert sich. Also das sind Dinge, das sind wir auch Kinder unserer Zeit, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und, können Sie da aber auch etwas ableiten, für Sie jetzt nicht also über das Ästhetische hinaus, auch als medizinisch, kann man da irgendwie einen Gewinn noch daraus ziehen? Ja, medizinisch, ich weiß gar nicht, ob das medizinisch ist, ob das mehr ein ästhetisches Problem ist, aber die Stimmen werden heutzutage, sind nicht mehr so rund, sind nicht mehr so voll, sind nicht mehr so körperlich, teilweise sehr androgyn, lassen sich teilweise gar nicht voneinander unterscheiden, sind sehr schlank gesungen. Also ich denke, früher war der Wiedererkennungseffekt viel, viel höher. Und es gibt auch keine richtigen Schulen mehr, es ist alles so, wo man sagen könnte, französische Schule beispielsweise, das sind alles Dinge, die... Es ist alles internationalisiert, auch der Geschmack ist sehr international. Aber das klingt ja so, wie wenn Sie eine Vorstellung davon hätten, was eine schöne Stimme ist. Haben Sie das? Können Sie eine schöne Stimme beschreiben? Können Sie sie vielleicht sogar vermessen mit Ihren Geräten, die Sie haben? Das wäre schön. Also es ist sicherlich nicht die makellose Stimme. Ich glaube, es ist auch eine Stimme, eine Stimme, die einen berührt, die ich schön, also ganz subjektiv wohlgemerkt, schön empfinde, sind eine Stimme, die ich sehr als sehr authentisch empfinde, die ich echt empfinde. Und das ist, denke ich, natürlich ein sehr subjektives Moment. Das müssen Sie nicht unbedingt nachvollziehen können. Das ist einfach in dem Erleben, in dem Kontext, wo eine bestimmte Aufführung stattfindet, wo ich dann auch spüre, dass es mehr als nur jemand, der einen Ton, sage ich mal, gut wiedergibt, sondern das sind noch andere Klangcharaktere, die sich eben nicht, sag ich mal, messen lassen. Natürlich können wir Stimmen vermessen und wir können uns den Kehlkopf anschauen und die Stimmlippen und die Stimmbänder. Wir können uns anschauen, wie dieser Ton produziert wird in seinem ganzen Spektrogramm, also in seinen Obertönen. Lässt sich alles vermessen, aber das macht noch nicht unbedingt, das ist quasi nicht der Schlüssel, wo ich sagen kann, das ist jetzt eine schöne Stimme. Also das liegt also dann im Erleben. Im Erleben, das ist ganz subjektiv. Ja. Und was sagt denn die Stimme über die Person aus oder über die Persönlichkeit? Sie haben ja gesagt, die Stimmen haben einen eigenen Charakter. Die guten Stimmen, die großen Stimmen, die zeichnen sich irgendwie aus. Sagt das etwas über die Person, die dann singt? Also möglich. Ich denke, vielleicht haben wir dann auch, wenn wir an Callas jetzt denken, wenn Sie jetzt daran denken, da sehen wir natürlich oder hören natürlich noch mehr als nur das, was diese Interpretin so von sich gibt. Da wird quasi so eine Einheit von Stimme, Interpretation, Person, Fiktion, Realität, das verschmilzt alles in dem Moment und ich denke, man hört dann auch noch mehr als nur das, was die Interpretation gibt oder was die Interpretin von sich gibt. Also Callas ist ja, denke ich, ein sehr extremes Beispiel. Ja, ein sehr extremes, also weil das Charakteristische ja weit, sozusagen weit getrieben ist da. Aber das kann man, denke ich... Das ist auch ein anderes Erleben. Aber Sie können das auch historisch, also wenn wir schon bei Mozart waren, also bei diesem Lied wissen wir es natürlich nicht, auch wenn Mozart an einem Tag zwei Lieder komponiert hat, stolz in sein Werkverzeichnis eingetragen hat, diese beiden. Aber bei den Opern, sofern wir Briefe haben, wissen wir es ja genau, dass er für bestimmte Stimmen geschrieben hat und sich von den Stimmen hat inspirieren lassen, natürlich auch Dinge gefordert hat, also etwa die Fiordiligi-Sängerin wissen wir ja, dass die einen großen Ambitus hatte und er hat das ausgekostet und manchmal auch eine eigene Meinung hatte und sagt zum Beispiel der Uraufführungsbassist des Osmin, ja, da würden alle sagen, das sei kein so toller Sänger und der könne nichts, dem müsse man nur erstmal ordentlich was bieten, dann kann der schon. Und dann kriegt er ja wirklich fulminante Arien, die also auch einen ganz neuen Typus begründen, aber die zeigen, dass er also offenbar, und er war auch nervös, wenn er nicht wusste, für wen er schreibt. Das heißt, er hat auch seinen Sängern diese
Sachen auf den Leib geschrieben. Ja, eigentlich also doppelt. Er wusste ja, dass das weitergeht, wenn die Werke mal entlassen sind aus seiner Obhut, dass ja auch andere das singen werden. Aber zunächst mal für das Schreiben war es für ihn lebenswichtig. Also wirklich auf den Leib zu schreiben, auf die Gurgel, auf die geläufige Gurgel zu schreiben, das war ihm also nicht nur jetzt einfach zentrales Anliegen, sondern ohne das wäre er gar nicht in Gang gekommen. Also wenn er nicht weiß, ein Riesenproblem immer, wenn er nicht genau wusste, wer das singt. Aber das zeigt, wie eng diese Verbindung war. Carlos Schwarzkopf, das sind Damen. Gibt es einen Unterschied, wenn man jetzt auch ästhetisch, also eine schöne weibliche Stimme, eine schöne männliche Stimme, gibt es da qualitative Unterschiede? Achtet man, hört man bei einer Männerstimme auf etwas anderes? Also an sich nicht, also... Stimme ist eine Männerstimme. Also ich denke, auch die kann einen ästhetisch befriedigen, die kann einen auch, sag ich mal, empfindsamer machen oder auch, sage ich mal, berühren. Ob das jetzt ein wunderliches, also als Beispiel, den kennen sicherlich viele. Es sind einfach Stimmen, die einen ergreifen und das ist natürlich auch bei Männerstimmen möglich. Ja, wie sieht das eben historisch aus? Das haben Sie vorhin angesprochen, Herr Lütteken. Verändert sich denn hat sich denn die Ästhetik der Singstimmen verändert? Das haben Sie eigentlich auch gesagt, man hat früher anders gesungen. Ist das irgendwie historisch bedingt eine Art Mode? Man findet etwas zu einer bestimmten Zeit gut und richtig und schön und das ändert sich dann aber über die Zeit? Also das ändert sich mit Sicherheit über die Zeit. Das Problem natürlich bei Stimme ist, dass wir, sagen wir mal, wenn wir großzügig sind, gute 100 Jahre über Tonträger nachvollziehen können, mit vielen Einschränkungen natürlich, je weiter wir zurückgehen. Das heißt, wir haben, das ist immerhin viel, ne? Also wenn man jetzt mal die ganze Zeit seit Mozarts Tod nimmt, ist das gar nicht so wenig. Aber es ist trotzdem natürlich nur eine, also weil zumindest Aufnahmen ergeben ja einen Anhaltspunkt dafür. Aber selbst, und so kommt man nicht wirklich zurück ins 19. Jahrhundert und ins 18. schon gar nicht, aber man kommt doch immerhin etwas weiter zurück und sieht doch große Wandlungen, die also von Artikulation, von Verzierungen, von Portamenti, von allem Möglichen, was bedeutsam ist, das unterliegt Wandlungen. Und jetzt, wenn wir das Beispiel von Schwarzkopf nehmen, auch das unterliegt Wandlungen, das würde man heute so nicht mehr machen, so oder so nicht, ist einfach weg. Was ist denn der Trend heute gesehen? Also heute würde man das mit viel weniger Körper singen, viel schlanker, obwohl sie ja schon schlank singt, aber doch sehr körperbetont, sehr. Also und das unterliegt ja Wandlungen und das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Also das ist halt so. Es wäre ja schrecklich, wenn es immer dasselbe wäre. Nur wenn man jetzt mal Aufnahmen gerade aus den 30er oder 40er Jahren hört, es gibt dann auch immer noch alle möglichen Ideologien. Also in Bayreuth gab es eine bestimmte Ideologie und an der Wiener Staatsoper. Aber so, wenn man das, es wandelt sich und komischerweise das, was Herr Bolender gesagt hat, stimmt. Ja, selbst aber wenn sich es wandelt, bleibt die herausragende Stimme. Die ist dann die ist überzeitlich. Na, überzeitlich zumindest ist es, glaube ich, auch heute noch so, dass sie einen berührt. Ne? Mhm. Es gibt ein kurioses Dokument eines der allerletzten Konzerte von Jussi Björling, das einzige Mal, wo er Wagner gesungen hat, wo es auch mitgeschnitten worden ist, wo er die Gralserzählung singt, auf Schwedisch. Absurdes Dokument. Und es ist einfach von so berührender Schönheit, auch 60 Jahre später noch, dass man das einfach sagen kann, es hat sich vielleicht vieles geändert, aber das ist so großartig, warum soll das einen nicht noch beeindrucken? Jetzt haben Sie vorhin gesagt, natürlich, das ist klar, ins 18. Jahrhundert reichen die Tondokumente nicht, die Technologien sind nicht vorhanden dazu, natürlich, aber es gibt natürlich Bücher und Schriften. Weiß man da vielleicht aus Beschreibungen, was zu Mozarts Zeiten die Qualitäten einer Stimme, wie die beschrieben wurden? Man weiß ein bisschen, man weiß aber zu wenig, weil sie natürlich nie von der Beschreibung. Also Grillparzer hat mal gesagt, über erklungene Musik zu reden, ist wie über ein gegessenes Mittagessen zu sprechen. Hat er ja nicht Unrecht. Naja, natürlich hat er nicht, wie viele nicht Unrecht. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Vokabular, das kann man auch herausfiltern. Wir kommen natürlich da nicht heran. Also wenn wir wirklich sagen würden, wir hätten eine konkrete Vorstellung, würden wir uns, glaube ich, was vormachen. Es gibt bestimmt ein bestimmtes Vokabular und man kann bestimmte Zusammenhänge, also wie bei Mozart gibt es ja auch bei anderen Komponisten, rekonstruieren, dass es eben
aber wir kommen nicht wirklich heran, was als schöne, als berührende, als Herz, wie man im 18. Jahrhundert sagen würde, als herzrührende Stimme gegolten hat. Es bleibt, also das bleibt uns verborgen. Also das war der Terminus. Sie musste herzrührend sein. Ja, herzrührend ist das, also Herz, das die Berühren der Herzen ist so eine der zentralen Metaphern im 18. Jahrhundert, wenn man, wenn also die Seele in Bewegung oder sogar in Erschütterung gerät. Und das Privileg, dass die Stimme das kann, ist sogar in der Antike, ja, also das ist ein antiker Topos, das ist eine lange Tradition, die im 18. Jahrhundert dann unter bestimmten Bedingungen nochmal neu mit Bedeutung gefüllt worden ist. Nur bleibt es halt alles Makulatur. Ja. Wir können es halt nicht, anders als bei einem Bild, das haben wir ja noch. Aber es spricht ja dafür, dass wir Stimmen ganz schlecht beschreiben können. Es kommt ja vieles aus dem Gustatorischen. Also wenn es dann heißt, die Stimme klingt oder tönt sauer oder sie ist spitz, sie ist strähnig, sie ist fett. Das sind alles Dinge, die fast schon mit dem Essen zu tun haben. Genau, oder Weindegustation. Ja, genau. Kann auch etwas sauer sein oder süß. Ja. Aber das ist natürlich ein generelles Problem, weil sie können nicht anders über Musik, und das trifft Stimmen ja auch, sie können nicht anders über Musik reden als in Metaphern. Es ist halt so. Das ist unser ganzes großes Problem. Wir können nur metaphorisch über Musik. Wenn Sie sagen, Ton ist hoch oder tief, ist es metaphorisch. Das, was es ja auch lange nicht im 16. Jahrhundert hätte man spitz und stumpf gesagt. Ja. Danke, ja. Spitz und stumpf. Also, aber es geht nur in Metaphern. Und das ist natürlich bei allen Dingen, die wirklich Eindrücke beschreiben, ist man auf diese Metaphorik angewiesen. Wir können uns eben kein gutes Bild machen. Wäre ja auch heute noch so. Also wenn Sie jetzt heute einen Bericht lesen von einer Aufführung, die Sie vielleicht selber gesehen haben, wundern Sie sich manchmal auch über die Vokabeln, die da auftauchen, wenn denn von der Musik die Rede ist überhaupt. Aber ein Topos ist ja schon der eben, dass die Stimme, die menschliche Stimme, der Gesang, das Herz rühren kann wie kein Instrument sonst. Das ist ja schon... Das ist ein Topos seit der Antike, das ganze Mittelalter hindurch. Also dass die Stimme direkt zum Herzen geht und Herz und Verstand beide erfassen kann und natürlich im Gesang der Kirche, im gregorianischen Choral. Das ist eine lange, lange Tradition, die aber im 18. Jahrhundert nochmal Bedeutung bekommt, weil man der Meinung ist, wenn etwas überhaupt unmittelbar zum Herzen gehen kann, dann ist es nur die Musik und von der Musik insbesondere die Stimme, weil sie das Menschlichste ist. Und dann, wenn die Musik nur mit Instrumenten gemacht wird, wieder bei der Geige oder beim Klavier, dann muss sie halt singen. Das kommt ja immer wieder als... Übrigens, Mozart schreibt das selber auch über seine Klavierkonzerte, das müsse singen, was immer das heißt. Aber es ist die Vergleichsgröße dafür. Gut, da springen wir vielleicht wieder ins 20. Jahrhundert. Sie haben die Callas schon angesprochen. Wir wollten eigentlich etwas von ihr einspielen, wo sie Mozart singt, und haben eigentlich nichts gefunden, das von dem sie fanden, doch das geht irgendwie, das klingt jetzt schön. Und das ist doch erstaunlich, dass eine so große Sängerin offenbar Mozart nicht singen konnte oder nicht gut genug für sie. Weshalb ist das so? Ja, ich denke, Herr Lüttgen hat sich ja vorhin da eindeutig geäußert, aber das haben Sie leider nicht mitgekriegt. Aber ich denke, Callas kann sicherlich Mozart singen. Ich glaube, das ist glaube ich nicht das Problem. Aber ich denke, als Mozart-Sängerin ist sie nicht überfordert, vielleicht sogar unterfordert. Es passt auch nicht mehr zu ihrer Stimme. Die Stimme ist nicht in der Lage, denke ich, das, was vielleicht auch von einem Mozart-Sänger gefordert wird, eine gewisse Eleganz auf dem Atem singen, auch dieses Instrument, sage ich mal, so klar zu führen, das hat sie nicht geschafft. In den Aufnahmen, die mir jedenfalls bekannt sind, und ich denke, da gibt es einige Mozart-Aufnahmen, wo ich sie jetzt nicht als Mozart-Sängerin definieren würde. Ich denke, das macht die Sache sehr schwierig, wenn man sie jetzt als Mozart-Sängerin bezeichnen würde. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt, glaube ich, wirklich verschiedene Ursachen dafür. Das ist einerseits eher der ganze Habitus, es sind auch ein paar technische Dinge, also die Aufnahme, die wir jetzt hatten, ist wirklich sehr unsauber intoniert. Aber es gibt auch andere, also das sind auch natürlich Wandlungen. Einerseits, also sie trägt eine bestimmte Haltung zum Beispiel an Mozart heran, die vielleicht zu ihrer Zeit schon etwas befremdlich war, aber die wir heute noch als befremdlicher finden würden. Aber wenn Sie jetzt hören Sie sich mal die Aufnahme der Matthäus-Passion unter Mengelberg an. Die dauert, glaube ich, bald 4 Stunden. Ist also einem unglaublich langsamen Tempi und mit Sängern, die einerseits aus der großen Belcanto-Tradition kommen und andererseits so aus der Wagner-Tradition. Wenn Sie das heute hören, würden Sie sagen, mein Gott, so kann man Bach ja heute nicht mehr machen. Ist aber geschehen.
Wir würden es heute nur befremdlich finden, aber das ist nicht unbedingt ja ein Argument. Also, aber es ist, wir würden es heute trotzdem befremdlich finden. Sie sind ja noch einen Schritt weiter gegangen in Bezug auf die Callas. Im Magazin haben Sie gesagt, mit dieser Stimme, die sie hatte, wäre es heute schwierig, überhaupt Karriere zu machen oder diese große Karriere zu machen. Weshalb? Hat das eben auch mit den Veränderungen zu tun in Bezug darauf, was man gut findet? Also ich denke schon, dass Callas eine Karriere hätte machen können, aber ich denke, sie wäre in diesem Betrieb im 21. Jahrhundert, würde sie untergehen. Man würde sie nicht ernst nehmen. Ich glaube, sie ist eine sehr ernste und eine sehr ernsthafte Sängerin, aber sie hat, glaube ich, da ganz klar gesagt, was sie möchte. Und ich denke, auch ihre Eigenarten und ihre Eigenheiten, die hätte man, glaube ich, heutzutage im Opernbetrieb, im Opernhaus nicht toleriert. Also. Was meinen Sie nämlich konkret? Ihre Eigenarten? Ich denke, wir gehen ja immer von diesem Bild aus, was sie ja, denke ich, auch gelebt hat und auch, denke ich, auch verkörpert hat. Und sie war ja weit mehr als so eine Sängerin, sie stand ja auch in der Öffentlichkeit. Und wie hat Ingeborg Bachmann mal gesagt, sie hätte auf der Rasierklinge gelebt. Das hat sie auch gezeigt, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im privaten Leben. Und diese Sänger gibt es heute nicht mehr. Da müssten wir wirklich suchen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Opernhaus wie Zürich so eine Sängerin tolerieren würde. Die würden wir nicht tolerieren, das würde niemand tolerieren. Da kann die Stimme noch so gut sein. Ja, das führt uns auch ein bisschen zur Frage, was es denn überhaupt braucht für eine große Karriere. Ist es eben die Stimme? Ist es eine Art von Charisma-Ausstrahlung, die sie ja zweifellos auch hatte? Mhm. Ist es das Aussehen? Heute hat man vielleicht auch das Gefühl, man muss einfach auch gut aussehen, um vor allem als Frau Karriere zu machen. Also ich denke, Talent, das ist sicherlich wichtig. Musikalisches Talent und Disziplin, 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 Disziplin. Und dann kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu, die mehr und mehr leider eine große Rolle spielen. Das ist das Äußere, der Phänotyp. Wie sieht jemand aus? Und das geht nicht unbedingt mit einer stimmlichen Qualität einher. Und das ist natürlich das Riesenproblem, dass dann junge Sänger mehr oder weniger verheizt werden in diesem Betrieb, auch gar nicht mehr in so einem Ensemble aufwachsen können oder ihre Stimme finden können. Die sind dann noch nicht fertig, wenn sie von der Hochschule kommen und in die Rollen hineinwachsen, vielleicht auch überhaupt wissen, in welchem Fach sie sich bewegen. Ist es mehr lyrischer Sopran meinetwegen? Das sind alles Dinge, die werden heutzutage nicht mehr so stark gepflegt und das ist ein Riesenproblem. Es gibt immer weniger Opernhäuser, fusioniert, fallen weg, Orchester, immer weniger, weniger, weniger. Und das ist natürlich für solche jungen Sänger, die auch heranreifen müssen, ihre Stimme im wahrsten Sinne des Wortes finden, ein Riesenproblem. Es gibt dann auch nicht mehr, sage ich mal, diese Hülle, diese Protektion von Intendanten, der dann auch so eine Stimme mehr oder weniger 4, 5 Jahre mal beobachtet, in welche Richtung bewegt sich der Sänger, die Sängerin, um entsprechend dann auch zu sagen, das kann mal die und die Stimme werden. Und heutzutage haben wir es leider mit Sängern zu tun, die, das hatte ich auch eingangs in unserem Vorgespräch erwähnt, die singen teilweise weniger lang, als sie studiert haben und sind dann von heute auf morgen verschwunden. Das ist die große Frage, hätte das sein müssen oder hätte man was anderes unternehmen können? Nehmen Sie das auch so wahr, Herr Lüttgen, dass dieses ganze Geschäft auch ein Verschleißgeschäft ist, in dem Stimmen sozusagen verheizt werden? Ja, das ist ja auch, muss man ja keinen, darf ja keiner prophetischen Gabe, das ist ja eine Diagnose, die die meisten teilen. Also die Stimme ist, glaube ich, aus meiner Sicht, wie vieles andere ja auch, aber bei der Stimme ist halt besonders empfindlich, ist auf Entfaltung angelegt, auf eine gewisse. Natürlich, weil Singen ja auch Singen ist fast pornografisch. Ich meine, das ist eine so exhibitionistische Angelegenheit. Es bedarf so vieler, es ist eine so komplexe Sache, weil man so weit sich ja wirklich exhibitioniert, dass das doch einer großen Pflege braucht, was eine Stimme kann und nicht kann. Und ich glaube, dass der Betrieb nicht sehr stimmfreundlich ist. Er ist es nicht es gibt keine Ensembles mehr. Es ist die völlige Überfrachtung mit Regie, die also für die meisten Sänger für eine schwierige Partie tödlich ist, also weil man noch mehr sozusagen sich einverleiben muss, anstatt jetzt darauf zu achten, was ist jetzt wirklich in einer bestimmten Partie gut, wie kann ich mich da positionieren, und eine gewisse Langfristigkeit eben, dass man, also ich meine, heute werden teilweise Leute ja mit Mitte, Ende 20 dazu benötigt, eine Elektra zu singen, dann ist die Karriere schnell vorbei. Ja. Es ist eben so, Herr Bohlender, dass dann Leute haben,
die gehen vielleicht ans Limit, die kriegen dann auch Probleme mit ihrer Stimme und kommen zu Ihnen. Mit was für Problemen werden Sie dann konfrontiert als Arzt? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die häufigste Möglichkeit, also die häufigste Situation ist die, ich muss heute Abend singen und ich kann nicht singen. Mhm. Was nun? Genau, das fragen wir uns alle. Das ist natürlich ein Riesenproblem, auch eine hohe Verantwortung, auch dem Sänger gegenüber, der Sängerin gegenüber. Die werden natürlich alle nervös, wenn das auch jemand ist, der noch die Hauptpartie singt oder sogar noch die Premiere. Dann spritzen Sie die fit für die... Ja, wenn möglich, aber fit spritzen, das ist, hört sich so leicht an. Ich glaube, man muss sich das sehr, sehr, sehr kritisch anschauen. Ist das jetzt wirklich ein sängerisches Problem, also das ist ein psychologisches Problem? Also hat der Patient Angst, vielleicht heute Abend aufzutreten? Sehe ich auch, kann ich etwas objektivieren? Kann ich etwas auf dem Stimmapparat, auf dem Larynx sehen, auf den Stimmlippen? Sind Veränderungen zu sehen, Einblutungen, kleine Gefäße, sind Knötchen in Anführungsstriche zu sehen? Also einfach ein Zeichen für eine Belastung oder auch ein Vocal Misuse oder Abuse, wie wir das nennen. Das sind alles, können Faktoren sein, die man mit dem Patienten und dem Sängerpatienten sehr, sehr ernst dann auch diskutieren muss. Aber Sie sind dann, einerseits geht es wirklich um das Organische. Das Organ, ja. Aber Sie müssen auch, wenn ich das so rausgehört habe, auch Psychologe sein, bis zu einem gewissen Grade. Gewissermaßen schon, ja, ja klar. Also ich muss es einschätzen können, die Situation. Es sind ja teilweise Sänger, die ich ja vorher noch nie gesehen haben, leibhaftig, vielleicht nur von Aufnahmen. Und dann steht dann so ein Waldstar vor Ihnen und dann sollen Sie entscheiden. Und die Entscheidung ist wirklich nicht einfach. Und da geht es darum, braucht er ein Cover oder ist ein Cover bereits schon vorhanden? Und das sind alles Dinge, die dann auch mit der Intendanz besprochen werden. Das ist dann wirklich so eine konzertierte Aktion. Ja. Muss jemand sich jetzt in den Flieger setzen und nach Zürich fliegen? Das sind diese Kommt Fragen. Das oft vor, solche Situationen? Nein, sie gibt es, aber man kann das im Vorfeld, denke ich, wenn man den Patienten gut einschätzen kann, auch den Sänger gut einschätzen kann und auch die Rolle, die er zu singen hat, entsprechend nochmal mit ihm diskutiert, kann man vielleicht solche Katastrophen vielleicht so umschiffen. Und es kann ja zu Katastrophen kommen. Ja. Also was wäre denn die Katastrophe, wenn er trotzdem singt zum Beispiel? Letzten Winter ist die Katastrophe in, ich nenne jetzt mal die Namen nicht, aber Sie haben es vielleicht gelesen, die Katastrophe in, wie ich habe es zufällig auch gerade mit, also ich war nicht drin in der Aufführung, aber ich war gerade da und hab, die ganze Betrieb war aufgelöst. Es hat eine Rigoletto-Premiere gegeben und der Hauptdarsteller hat gesungen, obwohl das nicht hätte, also die Titelpartie hat gesungen, obwohl das nicht hätte dürfen und es kam zum Riss. Also und das ist natürlich die Stimmbandriss. Ja. Und das also richtig Blut und es muss furchtbar gewesen sein. Und damit ist wahrscheinlich die Karriere dauerhaft zu Ende. Ja. Also wenn ich irgendwas, ich wage das nicht zu sagen, aber das klang jedenfalls so dramatisch. Das sind denkbare Dinge. Man hört das, dann immer das war aber keiner ihrer Kunden zum Glück. Kunden, nein, also wenn, dann habe ich Patienten und den hätten Sie genau, früher und Gott sei Dank gibt es in der Klinik noch. Und ich glaube, in jeden größeren Städten gibt es, sage ich mal, spezialisierte Stimmärzte in Wien, ob das auch in Berlin ist. Aber das müssen Sie berücksichtigen, sich überlegen, dass es eben so schlimme Konsequenzen haben könnte. Wir haben gesagt, Sie könnten die fit spritzen. Was heißt denn das? Was macht man denn da? Man kann dann, wenn das wirklich jetzt ein beginnender Infekt ist, man das Gefühl hat, dass so ein kleines Ödem, also auf den Stimmlippen sitzt, was diesen Schwingungsvorgang dieser Stimmlippen beeinträchtigt, dann könnte man kurzfristig mal Cortison, eine Infusion geben oder auch inhalieren. Aber ich kann jetzt schon garantieren, danach singt der Patient, die Patientin keine weitere Partien mehr für Wochen nicht. Genau, das war die Entscheidung. Das heißt, das muss man so mit dem Patienten dann einmal und dann. Dann kann es sein, dass er dann nie mehr singt. Also jetzt brutal gesprochen. Das sind ja nicht irgendwelche, das sind ja keine Laien, das sind Spitzensportler des Gesangs, die hier kommen und die wirklich, die leben davon, die sind davon existenziell abhängig und das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Man kann die nicht einfach auswechseln wie Schachfiguren auf dem Brett und das sind ja auch Überlegungen seitens des Sängers, wenn er eine Partie singt, um sich quasi da, sag ich mal, zu empfehlen für weitere Partien und. Da ist auch ein Druck von Seiten des Patienten da, also nicht nur den Druck, den ich spüre und als Arzt, als Stimmarzt, sondern das ist natürlich der Druck auch des Patienten und dann Druck durch die Intendanz, die das dann teilweise auch nicht richtig einschätzen kann und das führt dann teilweise dazu, dass man auch vielleicht mal hinter die Kulissen dann steigt als Stimmarzt und einfach das Ganze nochmal mit dem
mit dem Sänger dann bespricht und hofft, dass dann diese Partie dann auch dann durchgestanden wird. Das ist wirklich nicht ohne. Mhm. Also wirklich, ich will nicht sagen als Coach, aber das ist in diese Richtung geht. Das ist dann wirklich so, sie sind Teil dieser Taskforce, dieser Notfall-Taskforce. Und die macht nicht Spaß. Nicht immer Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Also ich kann dann das auch nicht genießen im eigentlichen Sinne, wenn ich dann wirklich dann dort sitze und zuhöre, weil ich dann weiß, jetzt kommt vielleicht jetzt die passiert's. Berühmte Stelle. Ja. Und eben, sie gehen dann schon in die Vorstellung reinhören. Ja, ja. Eine andere Seite ist, das ist so quasi diese akute Intervention. Sie operieren aber auch Stimmen. Richtig, ja. Also das ist natürlich, sag ich, eine Leidenschaft, das phonochirurgische, also Stimmoperation. Das sind teilweise, ich operiere an sich die gutartigen Veränderungen auf den Stimmlippen. Das können kleine Knötchen sein, kleine Zysten, kleine Polypen. Also auch von den sogenannten Elite Vocal Performers, also von den Hochleistungssportlern des Gesangs bis zu jemandem Callcenter-Agenten, der auch seine Stimme braucht. Und das ist natürlich eine sehr schwierige und diffizile Angelegenheit. Das sind sehr vulnerable Strukturen auf diesen Stimmlippen. Früher hat man da mutig geschnitten, aber heutzutage müssen sie schon entscheiden, wenn sie da das Scherchen ansetzen und diese Veränderung entfernen, ist dann auch die Stimme danach, kann ich die erhalten oder habe ich die verbessert, dass der Patient, also der Sänger, dann auch wieder auftreten kann. Das kann der Chorsänger sein, das kann der Callcenter-Agent sein, die Erzieherin, der Hochschullehrer, ja, klar, der braucht seine Stimme. Und das sind natürlich Dinge, die man natürlich auch im Hinterkopf hat. Und ich denke, je mehr man dann von dieser Stimme abhängig ist, umso nervöser bin ich dann teilweise auch. Also Sie haben ja auch gesagt, dass man manchmal ja ganz furchtbare Dinge sieht, wenn man reinschaut, und es klingt dann aber gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Und dann muss man sich überlegen, wenn man da was macht, dass man die Stimme dann auf eine Art verändert, die vielleicht nicht gut ist. Wie ist denn das? Ja, ich denke, das, was man so sich vorstellt, also dass der Kehlkopf, wenn er schön ausschaut, dass er dann auch gut funktioniert. Das ist leider nicht unbedingt immer der Fall. Und man sieht ja dann teilweise auch dann den Kehlkopf von wirklich sehr berühmten Sängern und das Intimleben hier im Hals. Und dann ist man doch mal überrascht und denkt, oh, so schaut der aus von innen. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das müsste doch jetzt wirklich so eine Stahlkarosserie sein, ein Maybach, den wir da im Hals haben, und beileibe nicht. Also das heißt, der Kehlkopf ist nur ein Teil der Wahrheit. Es ist das, was macht der Sänger aus diesem Instrument? Also was kann er aus diesem Instrument herausholen? Das ist die Technik, das ist die Atmung, das ist die Art und Weise, wie er seine Resonanzräume, seine Artikulationsorgane nutzt, um diesen Sound, der ganz spezifisch ist für den Sänger, zu generieren. Und man muss da wirklich aufpassen, wenn ich kann mich an einen Fall erinnern, eine Königin der Nacht, die eingeflogen ist oder wurde und sagte, sie hatte Intonationsschwierigkeiten, müsse wieder auftreten. Und dann findet man so ein zartes Ödem auf diesen Stimmlippen und dann sage ich, ja, ist das Ödem schon immer vorhanden gewesen? Und sagt sie, ja, sie hatte dieses Ödem schon immer. Und wenn man das nicht weiß, als sag ich mal jetzt vielleicht als weniger erfahrener Kollege, Kollegin, dann ist man vielleicht dazu geneigt, gleich das Scherchen zu zücken und dieses Ödem abzutragen und sagen, jetzt schaffe ich Verhältnisse, dass es wieder schön ausschaut. Aber diese Sängerin, in diesem Fall individuell natürlich, kann mit diesem Kehlkopf, mit diesem Apparat trotzdem einen guten Ton, guten Sound produzieren. Also man darf nicht jetzt darauf schließen, etwas, was schön ausschaut, dass es gut klingt. Es gibt auch Kehlköpfe, die schauen weniger, sage ich mal, lehrbuchmäßig aus, und trotzdem können die einen sehr, sehr guten Klang produzieren. Und das ist natürlich auch ein Teil unseres Jobs dann in der Klinik, dass wir diese Stimme auch vermessen, dass wir sie quasi aufnehmen und schauen, gibt es Brüche, sind irgendwelche Auffälligkeiten vorhandener Stimme, die weit über das eigentliche Stimmorgan, also sprich den Kehlkopf, hinausgehen. Also das sind vor allem die Resonanzräume, der Vokaltakt, die Atmung, die spielen natürlich auch eine große Rolle. Können Sie dann da Sänger beraten auch, dass Sie sagen, Sie müssen vielleicht technisch sich verändern? Also das ist eine ganz schwierige Geschichte, das maße ich mir ehrlich gesagt nicht an. Das gibt so eine Schule auch seitens der Phoniater, die das tun. Da bin ich eher sehr zurückhaltend, weil ich denke, es ist eine Aufgabe des Pädagogen, also auch der Lehrerin, der Lehrer. Die viele erfahrene Sänger haben immer noch ihren Gesangspädagogen im Hintergrund. Ich finde, diese Dinge sollten sie dann entsprechend dann auch mit dieser Person dann auch, sage ich mal, diskutieren. Aber ich würde mich
in diesem Geschäft, was so schnelllebig ist, oder auch jemand, der schon 20, 30 Jahre singt, werde ich doch nicht sagen, jetzt diese Rolle dürfen Sie nicht singen. Also das finde ich ein bisschen sehr anmaßend. Also. Aber Sie haben ja erzählt, Sie haben in der Charité gearbeitet in Berlin. Sie hatten ältere Kollegen, die das gemacht haben, so bis zu, Sie sollten nur ein bisschen abnehmen. Ja, also das geht dann teilweise wirklich ins Eingemachte und ich denke, das ist auch... Ist man da bescheidener geworden heute auch, dass man sich das nicht mehr eben anmaßt, diese Art von Beratung? Das ist, denke ich, individuell. Ich denke, es gibt immer noch Kollegen, die das vielleicht empfehlen, aber ich bin da sehr vorsichtig, weil mir ist nicht wohl dabei. Also das geht weit über das Eigentliche hinaus, wenn ich jetzt sage, speck doch nochmal 30, 40 Kilo ab, aber das heißt noch lange nicht, dass man dann besser singt. Man hat vielleicht dann eher die Chance, ein Engagement zu bekommen, weil man eine bestimmte in den Bikini dann passt oder was auch immer, was dann gefordert wird. Ja. Aber oder ganz ohne Bikini. Oder ohne Bikini, ja. Aber das sind so Dinge, da bin ich wirklich, das möchte ich, ehrlich gesagt, da halte ich mich sehr, sehr zurück. Es gibt auch Sänger, die rauchen. Also. Wie? Ja, berühmte Beispiele. Berühmte Sänger, die rauchen. Also denke ich, das geht weit über mein eigentliches, sage ich mal, meine Profession hinaus, kann man meine Gedanken dazu machen oder Empfehlungen aussprechen oder versuchen vielleicht noch jemanden mit einzubinden in solche Diskussionen, was ein Fachwechsel oder ähnliches angeht. Aber das würde ich als Phoniater nie alleine tun wollen. Also das bin ich wirklich sehr vorsichtig. Ja, eben die Stimme, also unser Kehlkopf scheint da wirklich ein kleines Wunderwerk zu sein, aus dem eben wunderbare Töne kommen, und erklären, woher die kommen, das ist schwierig, das ist eine komplizierte, eine komplexe Sache. Wir möchten uns jetzt noch ein Stück von diesem stimmlichen Schönklang anhören, eine zweite Arie, und zwar aus der Oper Figaros Hochzeit, die erste Arie des Cherubino, die heißt Non so più cosa son, cosa faccio. Ich weiß nicht, wer ich bin und was ich tue. Oh,
Cherubino ist ein junger Mann, dessen Gefühle Achterbahn fahren. Das aufkeimende Triebleben lässt ihn den Verstand beinahe verlieren. Das macht Mozart da, löst das oder setzt das um in emotionalen Wohlklang. Sie aber, Herr Lüttigen, sagen, in dieser Arie zeigt sich eigentlich viel mehr oder in dieser Musik auch, dieses Figaros, zeigt sich viel mehr. Ihre These ist ja eben die, dass Mozart nicht nur ein ganz genialer Komponist war, sondern eben auch ein Intellektueller der Spätaufklärung. Und das zeigt sich eben auch in der Art und Weise, wie er Musik komponiert. Wie zeigt sich denn das in dieser Arie, die wir gehört haben? Eben, wenn man von dieser Arie ausgeht, die ja übrigens, also nochmal auf die Aufnahme zu kommen, also ein Musterstück an Artikulation, an Phrasierung, an Gestaltung ist. Also das war abermals Elisabeth Schwarzkopf. Und nein, das war sie nicht. Nein, das war Entschuldigung, das war Margaret Price. Nein, auch nicht. Da hätte ich jetzt getippt. Dann bin ich ganz falsch. Heiters Stimmenraten. Ich sage es Ihnen, es ist Fiorenza Gosotto, 1961. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Zum Glück habe ich es aufgeschrieben. Unglaublich. Wir haben doch was anderes ausgemacht. Ja. Wir hatten Price ausgemacht. Ist jedenfalls eine unglaublich eindrucksvolle Aufnahme, weil was diese Gestaltung angeht, deswegen wollte ich von da, also wie die Phrasen gesetzt werden, wo sich zeigt, was man eigentlich mit Stimme dann alles machen kann oder machen sollte, wenn man der Musik auf der Spur ist. Und das geht nochmal auf die Frage, gestellt haben, was hat es dann eigentlich mit so einer Arie auf sich? Und das, was eigentlich darüber hinausgeht, über das, was vielleicht an der Oberfläche sich zeigt, also der erotisch verwirrte Jüngling, um den geht es ja jetzt an dieser Stelle. Also Cherubino sagt, mein Gott, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich liebe halt alle Frauen, jede Frau, die ich sehe. Und das ist ein gewisser Topos auch in der Opera Buffa. Das gibt mehrere Werke, in denen das zum Gegenstand wird. Und es ist in diesem Punkt auf einmal so, dass aus dieser Befindlichkeit eben keine lächerliche Nummer wird, sondern es wird todernst. Es ist in diesem Augenblick die existenzielle Verwirrung eines heranwachsenden jungen Mannes. Also in der Tradition der Opera Buffa wäre jetzt das Lächerliche machen. Das Lächerliche machen, wenn man sagt, ja gut, da ist halt ein junger Mann, der hat das alles noch nicht im Griff und das ist halt ein bisschen eine Witzfigur. Das ist durchaus eine Tradition in der Opera Buffa, also gerade so der 60er, 70er Jahre. Bei Mozart kommt jetzt dieser seltsame Punkt, wo es wirklich todernst ist. Und das könnte man jetzt in der Arie, das ist so ein typisches Modell, eine Arie Agitata, die eigentlich da gar nicht hingehören würde, aber die jetzt doch da ist und in der das sich in dem Augenblick auch so präsentieren will. Und ich glaube, da ist man an einem Punkt, wo man doch ganz gut sagen kann, da unterscheidet sich Mozart doch sehr willentlich und wissentlich auch von dem, was zum Beispiel die Zeitgenossen gemacht haben. Wo zeigt sich denn das Intellektuelle jetzt da drin? Ja gut, das Intellektuelle, wenn Sie jetzt, also sagen wir, was macht so eine Arie intellektuell, das ist vielleicht ein bisschen führt vielleicht ein bisschen auf die falsche Spur, sondern wenn man sich vorstellt, was verfolgt Mozart eigentlich für eine Konzeption? Und das kann man, glaube ich, an so einem Fall wie auch dem Figaro ganz gut sehen. Was verfolgt er für eine Konzeption? Es ist eigentlich ein Stück, in dem es natürlich um die im Grunde um die affektiven, um die erotischen Verwirrungen und Befindlichkeiten geht. Ein Stück, in dem das Politische, was ursprünglich in der Vorlage war, mal ausgeklammert wird. Und zwar nicht, weil er das in Wien nicht machen durfte, sondern in Wien hätte das niemand hinter dem Ofen hervorgeholt. Das Politische war in Wien gar kein Tagesthema in dieser Form, weil es gar keine Zensur gab, die das verboten hätte. Also das Politische ist dann witzig, wenn man gegen die Zensur verstößt, aber nicht, wenn sie gar nicht da ist. Und es interessiert ihn offenbar das. Und warum interessiert es ihn? Weil es also um die Seelenlagen der agierenden Menschen geht. Also die Menschen sind diejenigen, die von solchen affektiven Verwirrungen getrieben werden, die nicht so richtig wieder zurechtkommen,
damit und dann könnte man sagen, gut, das ist die Idee natürlich einer solchen Dramatik, ist das auf die Bühne zu bringen, das auszustellen, den Menschen nahe zu bringen, sozusagen als ein Spiegel auch im Blick auf ihre eigenen Seelen. Und dann kommt das große Privileg der Musik, weil die Musik in der Lage ist, dieses Changierende, dieses nicht mehr so eindeutig zuzuordnende, dieses Vage überhaupt erfahrbar zu machen. Und das ist, glaube ich, Mozarts immer stärker, vor allem natürlich in der Wiener Zeit, dann sein immer stärkeres Lebensthema gewesen. Und im Grunde greift er damit, wenn auch sicherlich nicht jetzt in sozusagen in definitorischer Absicht, aber greift damit natürlich auch in eine musikästhetische Debatte ein, weil er sagt, gut, also damit zu Protokoll gibt, dass das, was immer als Nachteil der Musik gesehen worden ist, die kann das halt alles gar nicht so genau ausdrücken, das definiert er auf einmal als Vorteil. Das meint sie auch mit dem Ernst nehmen, eben es wird nicht klischiert, jemand lächerlich gemacht, eben als der, das ist jetzt ein verwirrter Jugendlicher, sondern es geht eben darum, dass eine Art, Sie nennen das ja auch, es ist eine Art musikalische Erfahrungsseelenkunde. Ja, Erfahrungsseelenkunde ist der Begriff des 18. Jahrhunderts. Eine Art psychologischer Zugang im Prinzip, der sich manifestiert in der Art und Weise, wie Mozart dieses Gefühlswirrwarr, diese Ambivalenzen auch darstellt. Und zwar immer so, dass sie in dem Augenblick, in dem sie geschildert werden, zunächst mal wahrhaftig sind. Weil das in dem Augenblick, in dem Cherubino das jetzt singt, geht es ihm ja so. Non so più cosa son cosa faccio. Also das sind ja, das ist ja fast eine philosophische Bekundung. Also ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin und oder wo ich bin und was ich tue. Und in dem Augenblick ist es ernst. Hinterher geht es ja wieder ganz anders weiter. Das ist so, aber in diesem Augenblick wird es ernst. Und das ist diese Art von, sagen wir mal, Erkundung ist ein, glaube ich, wirklich ein zentrales Anliegen. Und damit erweist er sich als außerordentlich sensibel für das, was wirklich im 18. Jahrhundert die Geister bewegt hat. Weil er mit seismografischer Präzision da an eine bestimmte Diskussion, glaube ich, andockt. Aber wo kommt denn die Aufklärung da rein? Die Aufklärung ist, wenn Sie, das ist ja der Link, den Sie machen, oder? Sie sagen, ja gut, ich meine, die Spätaufklärung, wenn Sie jetzt sagen, also Sie können ja sagen, die Aufklärung ist eigentlich die Idee, die Dinge auf den Begriff der Vernunft zu bringen und bei der Musik gibt es halt das große Problem, dass das nicht so richtig gelingt. Das ist eine Diskussion schon das ganze 18. Jahrhundert hindurch und jetzt dockt jemand daran an und sagt, ja, vielleicht ist aber gerade das der große Vorzug der Musik. Also diesen definitorischen Schwachpunkt umzumünzen und sagen, gut, die Musik ist aber in der Lage, solche Seelenregungen zu erkunden. Das können Sie jetzt an eine breite Debatte im 18. Jahrhundert anschließen, in der darüber auch nachgedacht worden ist. Nur gibt es halt wenige, die damit kompositorischen Ernst gemacht haben und niemand auf dem Niveau wie Mozart. Und das ist, glaube ich, also einerseits der Musik das zuzutrauen, dass sie das kann und andererseits damit etwas zu erreichen, was Mozart ja auch immer wieder in Briefen dann sagt, dass das ist, was den Menschen bewegt. Und warum bewegt es den Menschen? Weil er damit natürlich in der Lage ist, wie aufgeklärtes Theater immer, selbst bis in solche Entgrenzungen hinein, sich selber zu erkunden. Das ist ja das eigentliche Ziel. Also wenn das nicht mehr gesetzt ist, dann wäre der Theater ja sinnlos. Und an den Punkt kommt Mozart vielleicht in der Così fan tutte, vielleicht. Aber an den kommt er erstmal nicht. Und haben das die Zeitgenossen schon erkannt? Also das gibt natürlich unterschiedliche, es gibt natürlich unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube, dass sie diese hochreflektierte Art des Komponierens natürlich wahrgenommen haben. Ich meine, Mozart ist nicht nur ein belesener Mensch gewesen, er hatte Zugang gerade in Wien zu allen Salons und das ist wahrgenommen worden. Nur ist es nicht oder wird es selten, es wird protokolliert, aber es wird selten protokolliert, weil das natürlich auch etwas ist, eine Ebene ist, auf der man ja nicht sich verständigt hat. Also insofern finde ich das nicht so irritierend, aber es gibt natürlich gerade in seinem Wiener Umfeld gibt es natürlich eine Menge Leute, die das begriffen haben. Abgesehen davon, dass er ja sowieso eine Art, Sie haben vorhin gesagt, Star, so eine Art Star gerade in Wien auch war, wenn der Begriff Wobei eben die Oper Fliegerhaus Hochzeit ist ja durchgefallen. Die ist ja so richtig erreicht, hat das ein Publikum ja nicht. Unterschiedlich. Also die Frage der Premiere ist immer noch, das ist eine quellenkundig schwierige Sache. Sie ist aber dann doch sehr erfolgreich gewesen und sie ist ja dann in Prag unendlich erfolgreich gewesen. Also schon ein großes Erfolgsstück. Sie ist natürlich eine Herausforderung, weil sie alles das, was zum Beispiel ein Wiener Publikum, das ja sehr viel gewohnt war, aber ein Wiener Publikum von der Opera Buffa erwartet auf
entweder durchkreuzt oder nur auf einer Metaebene erfüllt. Also da sind so viele Erwartungsnormverstöße im Figaro, dass man sich auch vorstellen kann, dass das durchaus irritiert. Und vielleicht sogar irritiert, wenn die Musik einem so nahe geht und nahe gehen soll, wie es zum Beispiel im Figaro der Fall ist. Also man kann ja sich fragen, eine Arie jetzt wie diese, man kann es ja auch mal den Spieß umdrehen und sagen, die ist auch heute, also wenn man sie ernst nimmt, auch heute noch irritierend. Ist ja nicht einfach ein Stück, wo man sich so zurücklehnen kann und sagen, ach ja, Mozart, sondern es ist ja ein ernstes Stück. Also jetzt versuchen Sie ja eben, Mozart in der Spätaufklärung eigentlich zu verorten. Sie haben es auch ein bisschen schon angesprochen, dass er in den Salons verkehrte. Woher hat er denn, kam seine Ideen? Hat er dann gelesen oder was war so seine, wo kam dieser intellektuelle Brennstoff eigentlich für ihn? Das kam vom Vater eindeutig zunächst mal. Der Vater ist ja ein sehr, sehr gebildeter Mann gewesen, das haben wir auch gut bezeugt, durch allerlei Dokumente, durch Leopolds eigene Briefe. Also Leopold ist jemand gewesen, der allerdings in einer etwas anderen Richtung, aber weil er ja auch eine andere Generation war. Aber also diese, sagen wir mal, diese gewisse literate Bildung, literate Existenz, das hat ihm der Vater sicherlich vermittelt, zumal er ja sein Lehrer war. Also die ganze Mozart ist ja nicht zur Schule gegangen oder sonst wohin, sondern ist vom Vater unterrichtet worden auf all diesen Reisen. Das andere ist, dass natürlich ein Teil, wir haben ja immer den Eindruck, ja, es gibt diese Art des Lesens durch Lektüre aneignen. Es gibt natürlich auch immer das Gegenmodell, das vor allem in Frankreich und Italien sehr stark war, also die Idee des Gesprächs, des Dialogs, des Sich-Austauschens. Und das hat er ja, das wissen wir ja, deswegen zum Beispiel Salons, das hat er ja in Wien bedient. Und natürlich hat er da auch Klavier gespielt, er war ja umworbener Mittelpunkt all dieser Gesellschaften, aber er hat natürlich auch teilgenommen an all diesen Gesprächen, die natürlich über tagesaktuelle Debatten gingen, allemal in einem Umfeld, wo es gar keine Einschränkungen mehr gab. Diese Vernetzung, eben diese Einbettung in diese Kultur, die zeichnen Sie jetzt nach in Ihrem Buchprojekt. Die kann man, ja, und die kann man, glaube ich, auch nachzeichnen. Das ist ein Aspekt, der, ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, man macht bei Mozart was andere noch nicht gemacht haben, irgendwie auch ein bisschen albern. Aber ich glaube, es ist ein Aspekt, der soweit ich das sehe, in der Auseinandersetzung mit Mozart allenfalls nur am Rande eine Rolle spielt. Diese Wahrnehmung. Ja, und weil man sich ein bisschen angewöhnt hat, die Musik aus diesen Kontexten eben so ein bisschen herauszuhalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, deswegen nicht richtig, weil es bei Mozart selber so viele Indizien dafür gibt, dass er es eben ja gar nicht so haben wollte. Mhm. Also die Musik war eine Reflexion über die Zeit auch für ihn. Eine Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen mit diesen. Natürlich, wenn Sie sagen, dass der Sinn des Theaters liegt darin, den Menschen in die Seele zu schauen und den Menschen das vorzuführen, die Seelenlagen, dann ist, und der Sinn der Musik liegt offenbar darin, dass sie privilegiert ist, die komplexen Seelenlagen auf besonders vielschichtige Weise auszuloten, dann ist das natürlich ein Zentralinteresse, was er, glaube ich, auch wirklich durchdekliniert. Also das kann man schon ein bisschen, das bezieht sich nicht nur auf die Opern, man kann das vielleicht auch in anderen Bereichen zeigen, aber natürlich in den Opern besonders deutlich, jemand, der natürlich auch sehr leicht in Grenzregionen damit stößt. Also das ist nicht nur die endlosen Debatten über den Don Giovanni zeigen diese Grenzregionen, sondern natürlich auch die Così fan tutte, wo das Ganze auf einer Ebene dann schließlich dekliniert wird, wo man sich dann selber fragen kann, ja, ist denn das, was jetzt auf der Bühne dargestellt wird, überhaupt noch wahrhaftig? Und das kann man in der Così fan tutte ja dauernd erleben. Und das betrifft natürlich auch die Musik. Was ist, wenn die Musik dann anfängt, sich selber in Frage zu stellen und sagen, ja, was wir da jetzt hören, was uns so berührt, berührt uns das wirklich? Ist das überhaupt wahrhaftig und wahrscheinlich, was da gerade auf der Bühne vor sich geht? Und da gibt es gerade in der Così fan tutte viele Beispiele, wo man sagen kann, ja, die Sänger glauben ja, also die Sänger nicht als Sänger, sondern die Sänger als Akteure glauben ja in dem Moment, in dem sie singen, schon selber nicht mehr an das, was sie da singen. Das ist der beunruhigende Punkt. Also wenn man so weit kommt, dann ist natürlich die Frage, wie kann das ausgehen? In der Così fan tutte geht es noch aus mit einem relativ für Mozarts Verhältnisse relativ flauen Schlusssextett, wo die Vernunft erklärt wird und sagt, Gott sei Dank haben wir ja die Vernunft, die bewahrt uns vor dem Schlimmsten. So eine Art Proklamation am Schluss und damit hört das auf. Das ist dann allerdings die Kehrseite der Aufklärung, das ist dann nicht mehr das leuchtende Zeitalter der Vernunft, sondern wird die Vernunft der Rettungsanker, mit dem man gerade noch vor dem Schlimmsten bewahrt wird. Wenn man die jetzt weglässt, dann geht es in den Abgrund. Gut, Sie zeichnen jetzt eben das Bild eines Komponisten, der versucht, musikalisch die Condition humaine quasi auszuleuchten. Unser Bild von Mozart ist also ein weit verbreitetes heute, ist ein viel
Simpleres, vermittelt wahrscheinlich vor allem auch durch diesen Film Amadeus von Miloš Forman. Es ist das Bild eines Idioten. Eines Tu-nichts-gut, eines infantilen, triebhaften Menschen, der genial ist. Müssen wir jetzt unser Mozart-Bild, müssen wir das revidieren? Also ich kann guten Gewissens sagen, ich halte den Film für ein bisschen problematischer als das Theaterstück, weil das Theaterstück, glaube ich, nochmal auf einer anderen Ebene eigentlich liegt. Aber natürlich ist damit ein Mozart-Klischee in die Welt gekommen, dass ihm, glaube ich, wirklich nicht gerecht wird, weil wir so viele Belege haben, dass es ganz anders war. Was ist natürlich die Wirklichkeit einer historischen Person? Das ist sehr schwierig, aber sie liegt, glaube ich, nicht da. Es gibt zum Beispiel ein berühmtes Klischee ist in dem Film, dass ja, das Komponieren ist ihm halt so, hat er halt so zwischendurch gemacht. Wir wissen ja inzwischen, wie hart er gearbeitet hat. Also Mozart hat hart gearbeitet, natürlich, logischerweise. Also so eine Arie schreibt sich halt nicht einfach so. Selbst wenn man Mozart heißt, ist das harte Arbeit. Und gerade über die späten Jahre wissen wir ja, wenn Constanze in Baden war, ist sehr früh aufgestanden. Was ist denn früh? Früh ist, dass er etwa um 6 angefangen hat zu arbeiten. Und bis wann hat er dann gearbeitet? Bis mittags. Angestrengte kompositorische Arbeit, das ist in den Briefen protokolliert. Und dann musste er allerdings, suchte er Unterhaltung zum Mittagessen und dann am Nachmittag alles Mögliche, auch mal Unterricht und so, aber die Hauptarbeit, aber wenn Sie jetzt von 6 Uhr morgens bis, sagen wir mal, 1 Uhr mittags am Schreibtisch sitzen und komponieren, dann ist das schon mal ein Kraftakt. Das ist eigentlich der Thomas Mann der Komposition. Also das ist ein ähnliches Arbeitsprinzip. Ja, ich glaube, das ist halt so ein Klischee bei der Musik, da könnten wir jetzt auch lange drüber reden. Man denkt immer, ja, Musik, Bruckner sitzt auf der Parkbank und dann hat er schon die 4. im Kopf. Also wenn das Komponieren so einfach wäre, ich sitze auch ganz oft auf Parkbänken, dann nur leider kommen da nie Sinfonien heraus. Komponieren ist halt immer anstrengende Arbeit und irgendwie ist das nicht so... passt das nicht so ins Klischee der Musik? Wir wissen sofern wir von Komponisten überhaupt was wissen, aber je weiter es natürlich an die Gegenwart heranreicht, desto genauer wissen wir das. Wir wissen, dass die alle hart gearbeitet haben. Also weil das ist, also nicht nur, schreibt sie mal so eine Figaro-Partitur, schon das ist ja, schon das mechanisch ist ein Martyrium. Ne? Jetzt, damit ist aber noch nichts gewonnen. Also sie machen nur eine Reinschrift. Ne? Da muss man einfach, und bei Mozart ist es besonders hartnäckig, weil man auch schon vor dem Amadeus-Film gab es ja ein anderes Mozart-Bild, der Apollinische, dem das alles zufliegt. Das klappt so nicht. Und das können wir ja ganz gut belegen, einfach durch die vielen Skizzen, die wir haben. Übrigens auch viele abgebrochene Werke, wo Mozart anfängt und dann, wir wissen nicht warum. Spektakuläre Fälle kennen wir alle, C-Moll-Messe und so, aber es gibt ja viele andere, wo er mal anfängt, einen Satz zu schreiben und dann bricht es zusammen. Wir wissen aber nicht, wo jetzt eigentlich der Punkt war. Kann man natürlich lange davor sitzen und sagen, ja, vielleicht finden wir ja irgendeine Stelle, aber es hat doch offenbar, es gibt diesen Prozess, der aber sehr regelmäßig war. Also ich finde, ich arbeite nicht so regelmäßig. Ich könnte mir da noch was dazu sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Herr Dohle, da noch mal kurz ins Spiel bringen dieser Sache. Überrascht jetzt das, was Sie gehört haben? Haben Sie, korrigiert es auch Ihr Bild von Mozart eben? Also ich kenne natürlich auch den Film und diesen sehr extrovertierten Mozart, aber das widerspricht mir jetzt nicht und ich kann mir dem, also das ist ein Bild. Hat er dann, Sie haben ja gesagt, Sie waren in der DDR, man hatte doch dieses Bild vom Arbeiter Mozart. Das gab es auch, glaube ich, es gab auch Musikwissenschaftler, die sich auch mit Mozart in der ehemaligen DDR. Ja, mit dem Revolutionär Mozart. Ja, und die auch vor allem gesagt haben, das ist auch jemand, der sich sehr stark quasi, ich weiß schon proletarisch, sich mit seinen Werken auseinandergesetzt hat, aber ich denke, das haben Sie auch gesagt, Sie haben da Mozart im eigentlichen Sinne nicht neu erfunden, sondern einfach neue Aspekte zusammengetragen, die vielleicht nochmal ein anderes, differenzierteres Bild von Mozart widerspiegeln. Naja, Sie können ja so jemanden, also bei der hohen Sensibilität, die ist ja nun aus vielen ablesbar, nicht nur aus den Briefen, bei der hohen Sensibilität kann man ja sagen, dass Mozart offenbar eben doch sehr sensibel auf seine Zeit reagiert hat und mit einem sehr hohen Vermögen, dass Mozart eben, Sie haben gefragt, eine Literate, eine belesene Existenz war, das sieht man ja an den Briefen. Also solche Briefe kann man nur schreiben, wenn man über eine Art literarische Erfahrung verfügt, sonst geht das nicht. Übrigens auch im Umgang mit seinen Librettisten, von denen wir ja nur durch Zufall immer was wissen, die er demütigen konnte, weil ihm das alles nicht gepasst hat. Aber daraus jetzt so eine spielerische Existenz abzuleiten, dafür haben wir gar keinen, nur weil die Briefe gerade oft so ein Tempo vorlegen, aber Tempo hatte er ja immer in seinem Leben. Also diese gewisse Atemlosigkeit.
das ist ja was anderes. Aber auch eigentlich könnte man sagen, fast schon eine sehr ernste Diagnose, wenn jemand nicht mehr wirklich zur Ruhe kommt. Das ist ja sicher so gewesen. Also, ein Workaholic. Herr Bolender war nicht überrascht über dieses Bild. Vielleicht, sehr verehrte Damen und Herren, sind Sie überrascht? Wir möchten jetzt die Diskussion etwas ausweiten und Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die sich Ihnen aufgedrängt haben jetzt während dem Gespräch. Es ist ein Mikrofon da und wenn Sie ein Zeichen geben, dann würden Sie dieses Mikrofon dann auch bekommen und könnten Ihre Frage stellen. Ja, hier vorne wäre jemand. Da kommt es. Ja, danke schön. Wenn Mozart heute leben würde, unter uns, wie wäre er? Oder gibt es heute einen Mozart? Das sind zwei Fragen. Die erste ist, die zweite kann ich leicht beantworten, nein, weil Mozart eine klar definierte historische Größe ist. Die erste ist schwieriger, was wäre, wenn, sind natürlich in der Geschichte eigentlich und oder überhaupt im Umgang mit Geschichte unzulässige Fragen. Was wäre, ich will das gar nicht ironisieren, aber Sie könnten auch fragen, was wäre, wenn der Zweite Weltkrieg nicht stattgefunden hätte? Was wäre, wenn, wir müssen gerade in so einem Fall wie Mozart irgendwie einen, glaube ich, das ist auch ein bisschen der Beweggrund jetzt für dieses Projekt, was da bei mir irgendwie versucht, Gestalt anzunehmen. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als in all dem, was uns daran berührt und uns auch heute noch nahe geht, trotzdem erstmal versuchen, ihn aus seiner Zeit und in seiner Zeit heraus zu verstehen. Und die Zeit ist natürlich eine der großen, großen, weit gespannten Umbruchszeiten, klingt immer so pathetisch, aber es ist natürlich eine der Zeiten, in denen unendlich viel in Bewegung war. Und da in dieses Tableau Mozart einzupassen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Es ist jedenfalls viel aufwendiger, erstens, als ich mir das vorgestellt habe. Und auch trotzdem gibt es sehr viel mehr Indizien, Dokumente, die das auch erlauben. Aber deswegen wird er einem einerseits, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, werden sie immer ferner, weil man sie glaubt, immer besser zu verstehen. Und je mehr man glaubt, sie zu verstehen, desto ferner rücken sie. Es werden natürlich auch die Bruchlinien zur Gegenwart dann trotzdem immer deutlicher. Also wo man denkt, was ist das, was ist dieser historische Teil? Deswegen kann man das sehr schwer sagen. Also was hätte eine solche Konstellation, wie er sie verkörpert, gäbe es schlechterdings nicht im 21. Jahrhundert. Kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. Also das ist von der ganzen Konstellation in vielem natürlich etwas Außergewöhnliches, Uneinholbares, aber in vielem eben auch eine Konstellation des 18. Jahrhunderts. Ist keine Antwort, ich weiß. Aber. Dann da wäre noch jemand und hier auch, ich weiß nicht. Da ist auch noch jemand. Vielen Dank. Mozart ist ja sehr viel gereist. Wie sehr haben ihn diese Reisen beeinflusst in seinem ganzen Gedankenaufbau? Und die zweite Frage, er musste ja auch immer wieder Auftragswerke schreiben für Kirchen und so weiter. Was muss ihn eingeengt haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Gereist ist er in der Tat sehr viel. Das meiste waren ja Reisen, die der Vater mit dem sogenannten Wunderkind, das ist ja eine Konstruktion des Vaters, also der Welt Zeugnis davon abzulegen, welches Wunder Gott in Salzburg hat offenbar werden lassen. Das sind etwa die Worte, die Leopold auch selber benutzt. Dann reist er natürlich als spektakuläres Phänomen zunächst mal durch Europa. Damit kommt er mit Dingen, das ist nie, kurioserweise nie systematisch mal abgeschritten worden, mit welchen Personen kommt er da eigentlich wirklich in Kontakt. Aber Sie können schon mal auf die großen Potentaten Europas, er ist Auge in Auge, also ich meine, wer hatte Zugang zur Macht im 18. Jahrhundert? Das waren ja nicht viele, aber Mozart hatte mit dem Papst zu tun, jedenfalls mit einem der Päpste, hat den englischen König von Angesicht gekannt, den französischen König von Angesicht gekannt, den Kaiser von Maria Theresia von Angesicht. Also das ist eine riesige Fülle von Eindrücken, die man sehr genau auseinander dividieren muss, aber das ist sicher eine prägende Erfahrung gewesen und auch der große Bruch, weil auf einmal das Spektakuläre dann raus war natürlich.
Non so più cosa faccio. Dann war er auf einmal in Salzburg und dann die Aufträge, das ist, glaube ich, leichter zu beantworten, weil die Aufträge in Salzburg hat er wahrgenommen. Die musste er ja als Hoforganist und zweiter Konzertmeister. Das waren die Messen, hat er ja auch wirklich ausgeführt. Ob er darunter gelitten hat, wissen wir nicht. Er hat in Salzburg auch ganz vieles geschrieben, was entweder Auftragsmusik war, und wir wissen nicht, dass es Aufträge waren, oder was aber nur mit Hilfe der Hofkapelle aufzuführen war, die große Sinfonienserie etwa. Die ist so spektakulär, dass es so schlecht in Salzburg nicht gewesen sein kann. Wir wissen darüber noch nichts. In Wien sind die Aufträge begrenzt. Da sind es vor allem, also wirkliche Auftragsarbeiten sind nur die Opern, weil die halt teure Auftragsdinge waren. Alles andere ist ja eine Mischkalkulation bei ihm. Also er schreibt das etwas, für das er glaubt, dass es da einen Markt gibt. Und damit lebt er ja sehr gut. Also bis über beide Ohren verschuldet, das wissen wir ja alle, aber er hat so viel Geld verdient, dass er nicht verschuldet war, weil er kein Geld hatte, sondern weil er offenbar x-fach mehr ausgegeben hat, als er hat, aber er hat sehr, sehr viel Geld verdient in Wien. Gut, dann hier vorne noch. Was hat es da noch? Das Mikrofon, ja. Kommt hier auf dieser Seite. Inwieweit sind große Stimmen spezifisch für bestimmte Komponisten, dass die nicht passen zu anderen Komponisten, und oder andersrum hatten Sänger fokussiert aus technischen Gründen auf bestimmte Komponisten? Wie, ja. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, Sie wollten wissen, ob ein Komponist... Ob eine Gesangsstimme von einem großen Sänger nur zu dem, den Komponisten passt. Wir haben das ein bisschen mit Kalas verhandelt. Ob der Sänger andersrum... Richtig, ja. Technisch. Es gibt natürlich Sänger, die ihrem Fach treu geblieben sind, also Mozart-Sänger, die quasi es auch nicht gewagt haben, sage ich mal, dieses Repertoire zu verlassen. Da gehört auch die Frau Schwarzkopf dazu. Sie sagte, sie hatte eher keine kräftige Stimme, aber sie hat eine sehr gute Stimme gehabt, die ideal für Mozart gepasst hat. Aber so im Laufe der sage ich mal, auch von Sängerbiografien gibt es dann teilweise wirkliche Fachwechsel, wo dann auch meinetwegen dann ein Sopran zum Mezzosopran wird oder auch ein dramatisches Repertoire dann auch im Alter dann sich plötzlich eröffnet. Das liegt natürlich auch mit der Erfahrung, hat das was zu tun, auch mit den stimmlichen Möglichkeiten, den Ausdrucksmöglichkeiten. Also da ist sicherlich noch einiges für einzelne spezifische Sänger möglich, aber nicht generell, dass man sagen kann, dieser Sänger entwickelt sich in diese oder jene Richtung. Das setzt voraus, dass er auch reifen kann, dass er auch gewissermaßen seine Stimme findet und entsprechend dann vielleicht die nächsten Felder dann sich für den Sänger öffnet. Das ist für viele Sänger natürlich attraktiv, in das dramatische Fach zu kommen, obwohl sie das gar nicht beherrschen oder auch gar nicht die Leistungsfähigkeit mitbringen und auch so eine sage ich mal, mörderische Partie dann zu überstehen, auch gesundheitlich, ohne dass sie da Schaden an ihrem Organ erleiden. Und das sind Sachen, das hat was mit Technik, mit musikalischer Intelligenz zu tun, also entsprechend da in diesem Bereich dann für sich zu finden und dort seine sängerischen Qualitäten dann zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Aber also ich würde das auch so sehen. Historisch ist es natürlich, ich hatte es vorhin schon mal bei Mozart gesagt, würde aber für andere Komponisten auch gelten, dass natürlich Komponisten sehr gerne wissen, für welche Sänger sie schreiben. Das ist ja lange so gewesen. Verdi war ja ganz vernarrt in diese Idee. Und Wagner übrigens auch, also die ganze Beziehung zu Josef Tichacek rührt daher. Aber das ist ja eine Frage, nicht so sehr, also einerseits die geläufige Gurgel, also dem das auf den Leib zu schreiben, andererseits ist das dann aber auch eine Inspirationsquelle offenbar für Komponisten. Das besagt eigentlich nichts für die Sänger, die können alles mögliche andere auch machen, und besagt ja auch nicht, das war ja allen Komponisten ab einer gewissen Zeit klar, dass darüber, dass diese Stücke ja irgendwann in die Hand von anderen Sängern gehen würden. Das ist ja bei Strauss auch, zum Beispiel Strauss war auch noch ganz stark darauf fixiert. Und es gibt manchmal Überraschungen. Also mein Lapsus mit Fiorenza Cossotto finde ich deswegen faszinierend. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die so einen Mozart singen kann, im Traum nicht. War eine Offenbarung gerade. Ich habe also viel gelernt, vielen Dank. Eine fantastische Aufnahme, aber ich hätte, also weil die ist in einem ganz anderen Segment hier eigentlich zu Hause gewesen. Und man sieht, es gibt was für Überraschungen. Ne? Also ist so. Jetzt vielleicht
Eine letzte Frage da hinten, ja, bei diesem Herrn da hinten. Ja, Herr Lüdegen, ich würde gerne Ihre Argumentation stützend ein weiteres Argument in Bezug auf Mozart anbringen. Vielleicht sehen Sie das auch so, nämlich Mozarts Freimaurertum. Indem er in der Freimaurerloge war, kam er ja natürlich auch mit einer ganz besonderen Art Gebildetheit zusammen. Gleichzeitig erlebte er natürlich auch seine Diskrepanz zu seiner eigenen Herkunft. Und wenn ich darf, noch eine zweite Frage. Wie verhält es sich nun, dass dieser Ausdruck männlicher Leidenschaft von einer Frauenrolle gesungen wurde? Ja, das ist, fangen wir mal mit der zweiten Frage an, dass also die Idee der dann ja Schule machenden Hosenrolle ist natürlich eine in mancher Hinsicht, also es gibt natürlich gewisse Traditionen im 18. Jahrhundert, ist natürlich in mancher Hinsicht eine durchaus eine Revolution, die sich da vollzieht, aber die natürlich dieses Changierende nochmal besonders deutlich, also jetzt nicht, ich will gar nicht auf Gender-Aspekte und alles, sondern nur, es geht ja vor allem zunächst mal um die Darstellung und um den Klang, der damit verbunden ist. Ich glaube, das ist ihm schon sehr, sehr wichtig gewesen. Diese Cherubino-Rolle hat natürlich eine bis zum Octavian eine lange Tradition dann entfaltet, die erstaunlich, also wirklich erstaunlich ist. Aber das sind aber Punkte, wo man Mozart auch, wo man merkt, was bedeutet es dann eigentlich, wenn man solche Seelenlagen wirklich ernst nimmt, wenn man sie erkunden will und wenn man sie für die Zuschauer, für die Zuhörer erfahrbar machen will. Und zwar so, dass sie selber anfangen, so in ihre eigenen Seelen zu blicken. Das ist ja das Geheimnis. Löst sich dann Gott sei Dank immer auf, in Figaro ja auch. Also die Komödie endet damit, dass es gibt den Gnadenakt und dann ist sie Gott sei Dank vorbei, sonst hätte es ja auch furchtbar ausgehen können. Und sagen, nein, jetzt Gräfin vergibt und dann, was mein Gott, was für ein furchtbarer Tag, aber jetzt gehen wir feiern. Damit endet das ja. Also glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Und die andere etwas für mich schwierigere Frage ist die, oder für mich heiklere Frage ist die nach dem Freimaurertum, die kommt natürlich immer dann bei Mozart. Ich bin mir nicht so ganz, und es gibt natürlich Berge von Freimaurerliteratur über Mozart, also Mozart und das Freimaurertum. Das ist ja so eine gewisse Ersatzreligion gewesen im josephinischen Wien, über diese Zirkel, auch wenn Joseph selbst gar kein Freimaurer war und die Freimaurer ja so ein bisschen eingegrenzt hat. Ich bin mir trotzdem bei Mozart nicht so sicher, ob es nicht doch auch eher eine Attitüde war. Es war halt noch ein anderer Salon, noch eine andere. Ich meine, er hat da zwei wichtige Werke dafür geschrieben, aber ein paar kleinere und zwei wirklich wichtige und eines seiner allerletzten sogar. Aber ob es nicht doch mehr einfach eine Attitüde war, weil man das eben gemacht hat. Das Problem bei der Auseinandersetzung mit Freimaurertum liegt einfach darin, dass alle, die sich mit dem Freimaurertum beschäftigen, in der Regel aus dem Inneren des Freimaurertums kommen, bis heute. Weil natürlich die Nicht-Freimaurer keinen Zugang zu den Unterlagen haben. Sie kommen also hier, das ganze Freimaurerarchiv in Zürich ist ja noch da, sie kommen aber eigentlich nur als Freimaurer herein. Das ist also immer die Binnenperspektive, die sie dann bekommen und das macht es ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie wichtig das oder unwichtig oder halbwichtig das dann am Ende wirklich war. Das ist wirklich ein Kuriosum im Blick auf das Freimaurertum. Aber Sie haben natürlich recht, es ist schon ein wichtiger Aspekt, gerade weil Mozart sich so etwas hinreißen lassen, was er sonst in Wien nicht gemacht hat, er hat halt eine Kantate geschrieben. Gut, damit wären wir am Ende des heutigen Talk im Turm. Ich hoffe, dass, was Sie gehört haben, vielleicht noch ein bisschen nachhalt auf dem Weg nach Hause. Ich möchte gerne Herrn Lütteken und Herrn Buhlender danken für das interessante Gespräch und Sie noch auf den nächsten Talk hinweisen. Er wird am 18. Januar sein, des nächsten Jahres. Das Thema dann die Revolution der Rechner, was Big Data der Wissenschaft bringt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.